Muss es immer in sinnloser Gewalt enden? Ihr seid hässlich. Es kann sich nur noch um eine Frage der Zeit handeln. Hallo, Dera! Willst du mit rein? Ich habe gerade Opa Langbein in FF14 gefunden. Okay. Opa Langbein? warte. Nick, wenn du bereit bist. Das Mob heißt so und sieht auch so aus. Ah, ah okay. Gut. Also jetzt hast du mir auf jeden Fall jetzt nur gierig gemacht, Doktor. Opa Langbein. Oh mein Gott, ein Babyschnabeltier. Das sehe ich ja jetzt erst. Oh, ist das süß. Ein Babyschnabeltier. Lauf nicht weg! Ey, lauf nicht weg! Ey! Oh, ein Schnabeltier! Oh Gott, ist das süß! Oh Gott, ist das niedlich! Ich liebe Schnabeltiere! Ja, ich weiß, ich bin schon wieder alles süß! Ich kann da doch nichts für! Schnabeltiere sind toll! Schnabeltier! Okay, das war's mit Schnabeltier-Angaffen. Nein, was ist das denn? Nein! Laufenden. Oh, du und deine Laufenden, ey. Das ist ja fast genauso wie Bohnen. Ist genauso gut. Die Böhnchen. Ich wollte es gerade sagen. Ja, zwei dumme, ein Gedanke, ne? Das nenne ich mal fieser Wozi. Wozi möchte ich aber nicht als Haustier haben. Das soll doch ein Hund sein, oder?
Gott, das geht schon wieder ab hier. Ich sehe nur noch meine bunten Lichter hier. Bunt. Okay, so ein Hund sein. Was war sie? Aber irgendwie ist es schön, jetzt einfach mal wieder neben mir zu laufen. Ja, jetzt. Fast 3 Stunden Ruhe. Nee, jetzt stimmt es halt wirklich nur, dass ich am Ende zumindest doch ein bisschen. Okay, die machen wir. Vor lauter Funke, Funke und Witze sieht man den Wald nicht mehr. Noch so ein heftig mag ich hier fast nicht.
Irgendwie cool. Oh. Solche Viecher kann ich auch noch auf Fett sehen. Ja, sogar fast genauso aus. Das kann ich, glaube, das waren die Viecher auf dieser komischen Donnerstreppe. Das waren zumindest auch so Riesen. Was für ein Gewusel. So. Wir dürfen nämlich hier runter. Sehr schön. Robo-Käfer, ha? Also bisher finde ich die irgendwie gar nicht mehr so schlimm. Und ich freue mich mal noch nicht so früh.
Haben wir gleich ja. Sehr schön. So, wieder raus. Da hinten brennt's. Liegt. Ich würde sagen, ich bin so langsam mit dem Fenster zur Zeit weg, klar. Wie kommt mir die irgendwie voll lang vor? Oh. Ah, okay. Doch nicht so lang. Hallo, hier ist Zipfelmütze. Doch nicht jetzt. Ah! Oh. Ach komm! Nicht du! Also wirklich. Na, wie ist das? Kann ich ihm wenigstens endlich auf die Fräse hauen? Jetzt wirst du alles, was du nicht brauchst, ey. Gott, wie ich den Typen hasse mittlerweile. Weißt du, die, vor allem dieses selbstgefällige Grinsen noch, ne?
Power. Ach, halt doch den Schnabel, ey. Geh doch endlich mal kaputt. Ja. Ich will ihn loswerden. Ja. Leide. Leide unendliche Qualen. Gib dir keine Mühe. Nicht. Es ist zu spät. Du kannst nur noch dabei zusehen, wie mein Plan aufgeht. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Es muss sein. Für die Freiheit aller Migos. Für die Freiheit Eorzeas. Oh nein, was kommt denn jetzt? Frontbrecher, angreifen! Nett. Was? Frontbrecher? Echt so ein bisschen spinnenähnlich. Wo kommen die denn auf einmal her? Los, wir kämpfen! Au. Ja, war wohl nichts mit Freiheit, hä? Ich würde ja laufen. Okay, jetzt brauchst du nicht mehr laufen. Gegen diese Mördermaschinen haben wir keine Chance. Die machen uns fertig.
könnten wir nur so töricht sein? Niemand besiegt die Galear. Das schon, nur nicht so. Ich glaube, das war der falsche Ansatz. Keine Kraft von dieser Welt. Dank den Zwölf. Du bist unversehrt. Machen wir, dass wir wegkommen. Yugiri ruft gerade das Luftschiff, um uns hier rauszuholen. Diese feigen Galear. Sie haben die Widerstandskämpfer einfach so massakriert. Wen haben wir denn da? Eine Herr Kristallkommandant Leveilleur. Oh Gott, dieses... Du bist also der Anführer der Eisenmasken. Ich möchte ihn so gerne einzig überraten. Komm endlich zur Vernunft, Ilbert. Sieh, was du angerichtet hast. Du sagst, dass du für die Freiheit kämpfst, doch du bringst nur Tod und nochmals Tod. Beende das Blutvergießen und sag deinen Leuten, dass sie sich zurückziehen sollen. Das brauchst du einem Wahnsinnigen aber nicht sagen. Zurückziehen? Im Augenblick des Triumphs? Was bist du nur für ein jämmerlicher Kommandant, Alfino? Schlaschefrische. Danke, werde ich auf jeden Fall haben. Ich komme gleich nochmal kurz hoch. Och. Ja, stimmt, die hat er ja. Nitox Augen. Sie waren noch in den Tiefen des Wolkenmeers verschwunden. Ja, wir haben mal mit runtergesprungen. Die Kräfte eines Drachen sind nicht für Sterbliche. Könnte mich aufregen. Spar dir deinen Rat. Und danke für das für ein verschenkten Satz. Stolz wiedergeben. Vielen, vielen lieben Dank. Was es mich kostet. Und da fliegen die Kätzchen. Wenn die Kraft in diesen Augen nicht für Sterbliche ist, dann muss ich meine sterbliche Seele eben aufgeben. Was soll's? Lieber ein Ungeheuer als ein Leben in Schmach und Schande. Ilbert, das kann nicht dein Ernst sein. Mit dem Schrei derer, die niemand hören will. Mit der Sehnsucht derer, die den Tod nicht scheuen. Mit unserer Verzweiflung und unserem abgrundtiefen Hass auf die Galear rufe ich einen neuen Gott herbei. Einen Gott, der keine bettelnden Gebete braucht. Ein Gott, der keine Gebete braucht? Du willst die Galear mit einem Primae bekämpfen? Sei kein Narr, Ilbert. Du weißt, dass du dafür teuer bezahlen wirst. Das ist ihm egal. Nicht mit einem Primae. Mit einer Urgewalt stärker als alle Primae. Stärker noch als die Kraft des schwarzen Ungeheuers, das die alles verschlingende Katastrophe hervorrief. Was kommt jetzt? Er macht ernst. Hat er echt gedacht, der Scherz? Wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe. Ja. Bitte lass es. Der macht jetzt gerade einen auf Känguru. Das Ende der Galea! Und das Ende unserer Schmach! Wer könnte den Typen bitte einmal kurz einweisen? Einmal den Typ mit der ärmellosen Jacke, bitte. Boah, ich kann den nicht haben. Wieso mochte ich den am Anfang? Wieso? Ich würde ja lachen, wenn es nicht geklappt hat, aber es wäre nicht Final Fantasy, wenn es nicht klappen würde. Liegt er da? Nein. Ein B.
Bitte nicht. Oh Gott, ist das grauenhaft, ey. Nicht wieder das Lied, ne? Was bei den Göttern? Die Beschwörung ist komplett. Der Primae oder was auch immer wird jeden Moment erscheinen. Papa Limo, ist das unser letztes Abenteuer? Nicht, wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe. Oh-oh. Nein, 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 nein. Papa Limo, was hast du vor? Nein, 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 nein. Das Siegel, das Louisois in Cartenau wirkte. Es ist unsere letzte Chance. Papa Limo, das schaffst du nicht. Der alte Louisois hat seine Lieblingsschüler mehr gelehrt, als du weißt, Alfino. Und ich hab ja noch das hier. Tupsimati, der Stab meines Großvaters. Grüß mich, ich bitte, ich werde nicht. Kamalimo, nicht! Das Siegel hat seinen Preis! Verschwinden wir von hier! Macht schon! Bringt euch in Sicherheit! Ich kann für nichts garantieren! Nein, wenn Papa Limo hier bleibt, bleibe ich auch. Na gut, lass uns alle bleiben. Ja, du hast eine andere Aufgabe. Kümmert euch um sie, bitte! Eben mach ich jetzt keinen Scheiß. Tancred, nein! Lass mich runter! Tancred! Geh! Ich weiß, was ich tue. Nein, weißt du nicht. So, ich habe jetzt eine kurze Frage. Das Ding geht jetzt nicht auf Zeit, oder? Ich kann einmal ganz kurz hochgehen und frisches Gute Nacht sagen, oder? Nicht, dass ich jetzt weg bin und hier irgendwas anderes passiert, oder dass ich was gedrückt habe. Und vor allem, was passiert, wenn ich bei ihm bleibe? Sterbe ich dann einen qualvollen Tod? So, ich riskiere es einfach. Wir sehen uns hier gleich wieder. Oh Gott, ich hoffe, ich habe jetzt irgendwas. Nee, habe ich nicht. Okay, bis gleich.
So. Bin ich auch schon wieder. Oh, warum? Wieso muss ich mich jetzt entscheiden? Ja. Vertrauen wir ihm und flüchten? Oder bleiben wir bei ihm? Sehen wir einmal hier ganz kurz das Licht aus. Aua. Ein Monitor verschoben. War klar. Hilda, nichts wie weg hier. Es war klar. Ey, aber wir haben es versucht. Wir wollten bleiben. Leb wohl, liebe Gefährtin. Nein. Also dann wollen wir doch mal sehen. Nein. Es ist jetzt sehr unzufrieden hier. Ripper, ey. Das. Nee. Nein, da habe ich was gegen. Ey, ich habe nichts gemacht. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Oh. Nee, das ist scheiße, das akzeptiere ich nicht. Weißt du, wozu hat man eine freie Meinung in dem Spiel? Wie du es da lassen können. Ach komm schon. Das ist unfair. Das ist. Nee. Einfach nein. Pff.
Forever Lost. Ja, super toll. Das ist nicht gerade beruhigend. Wisst ihr das? Das macht das Ganze etwas, ja, schwerer. Nee. Ich sage nein. Weißt du, dann diese Lücke, witzige Musik hier.